Wir haben ja gesehen, dass gestern die Premierministerin das Votum überstanden hat und ihre Arbeit fortsetzen kann. Das ist sehr erfreulich. Und wir werden von ihr noch einmal hören, was ihre Vorstellungen sind. Allerdings will ich auch dazu sagen, dass ich das Austrittsabkommen für sehr gut verhandelt halte. Und wir werden dann untereinander hinterher beraten, wie wir weiter vorgehen. Aber wir haben natürlich auch unsere Grundsätze und ich sehe nicht, dass wir dieses Austrittsabkommen noch einmal verändern können. Man kann natürlich darüber reden, ob es noch zusätzliche Versicherungen geben soll. Aber hier werden die 27 Mitgliedstaaten sehr gemeinsam auftreten und ihre Interessen natürlich auch deutlich machen. Immer in dem Geist, dass wir sehr, sehr gute Beziehungen zu Großbritannien auch nach dem Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union haben werden. Herzlichen Dank.